Ja, moin moin Leute, herzlich willkommen zurück zu Splatoon 3 auf der Nintendo Switch. Ich habe mir gedacht, wir spielen heute auf meinem Kanal natürlich so ein bisschen, ja, passend zum Splatfest natürlich, Splatoon 3 auf jeden Fall. Ja, das Splatfest hat heute angefangen und ich würde sagen, wir schauen direkt rein und drücken erstmal ZL und ZR. Die große Frage ist natürlich, welche Eissorte schmeckt am besten? Zur Auswahl steht natürlich Vanille, Erdbeere oder Mint-Schoko. Surimi Syndicate für euch und für Splatsville. Ei, ich freue mich. wundervoll, dann wollen wir mal. Überall und nirgendwo. Ja, ich habe auch mal wieder richtig Bock auf Splatoon, so ein bisschen nebenbei. Ich würde sagen, das passt. Hier haben wir auch die Frage, da sehen wir das auch nochmal. Also ich würde sagen, Vanille schmeckt am besten, oder? Also ich mag persönlich von den drei Sorten, würde ich sagen, eigentlich Vanille am liebsten. Das heißt, ich werde wahrscheinlich auch in Team Vanille reingehen. Das müssen wir gleich schauen. Das Eissorten-Splatfest läuft. Wer wird wohl süßer Sieger? Ja, würde ich sagen, schauen wir mal. Splatfest ist im Vollgang, aber was ist das Ergebnis der Aufwärmphase? Ach, die war ja auch schon vor dem Splatfest irgendwie, ne? Stimmt, man konnte das Team ja schon die ganzen Tage wählen und so. An welches Team hat gewonnen? Schauen wir mal, Trefferrate wäre... Vanille sogar. Ui, 34,29%, ne? Die anderen 32,46 und 33,25. Okay. Auch nice. Schöne Aufwärmphase, liebe Leute. Aber jetzt geht's erst richtig los. Hier sind die aktuellen Splatfest-Arenen. Da bin ich auch gespannt. Realstein, Metallberg und Perlmutt-Akademie im Moment. Okay. Kennt ihr die Grusel-Story, die nachts in der Perlmutt-Akademie passiert sein soll? Auch nicht schlecht. Ja, übrigens, Hakenzahn Highway ist im Moment im Salmon Run. Auch neue Arena, die ist ja neu hinzugekommen. Die habe ich privat auch schon ein bisschen gespielt. Muss ich sagen, mega, mega cool. Können wir natürlich auch demnächst mal reinschauen. Hätte ich sogar Lust. Passt eigentlich, da die ja auch neu ist, ne? Und damit wäre alles gesagt. Das hat euch hoffentlich gefallen. Ja, ich würde sagen, yes. Wer Mensch spielen möchte, kann das natürlich wie immer sehr gerne machen. Einfach in den Live-Chat reinhauen. Dann kann das losgehen. Ich bin immer noch am überlegen, welche Sorte soll ich nehmen? Ich glaube, ich nehme Vanille. Ich bin übrigens hier wieder in den Kopolis, in der Stadt, die DLC-Stadt natürlich die ganze Zeit. Somit sehen wir auch hier die Bühne auf dem Truck. Mega cool. Ja, und können natürlich hier draußen in der Stadt natürlich immer schön die Musik hören. Mega geil. Frage ist, der Stand, wo war der hier in den Kopolis noch? Muss ich mal kurz schauen. Ah, hier vorne, okay. Das heißt direkt vor der Lobby. Ja, ich denke mal, ich würde sagen, Vanilleeis ist am leckersten, oder? Oder was meint ihr? Ich würde sagen, ich nehme auf jeden Fall Vanille. Da bin ich im Team Vanille. Ja, Erdbeer ist natürlich bei mir auf dem zweiten Platz, würde ich sagen. Mint Schoko, habe ich noch nie probiert. Würde ich jetzt sagen, auf dem dritten Platz bei mir. Nehme auf jeden Fall Vanille und treten dem Team bei, auf jeden Fall. Somit offiziell natürlich drin. Bis einem Team beigetreten. Hier ist ein Splatfest-Shirt. Okay, nach dem Splatfest wäre das natürlich auch wieder abgegeben und so dann. Also Metzel über so ein bisschen die Erdbeeren und die Mint-Schokos. Heute so ein bisschen, würde ich sagen. Ja, wie gesagt, ist auch schon ein bisschen länger her, auch mit dem letzten Splatfest. Deswegen denke ich mal, wird das auf jeden Fall wieder ein bisschen Laune machen heute auf jeden Fall. Und ja, zur Abwechslung dachte ich mir, passt das schon. Wir können natürlich gerne später, habe ich mir gedacht, auch ein bisschen Story of Seasons, A Wonderful Life weiterzocken. Habe ich auch mega Bock drauf. Ich hätte nicht gedacht, dass dieser Teil so, ja, so süchtig macht eigentlich. Ich würde sagen, hier erstmal kurz Kapselautomat, oder? Kostet 5000 nur einmal. Haben noch 27.000 jetzt, okay. Aber nur ein Kartenpäckchen. Übrigens, die Revierdecks spiele ich eigentlich so gut wie gar nicht. Habe ich einmal ganz kurz gespielt, wo das Game neu war. An meinem Spende übrigens hinten hat sich auch noch nichts verändert und so. Hatte auch privat so ein bisschen schon gezockt wieder. Wie gesagt, auch die Hakenzahn Highway, diese neue Arena im Salmon Run und so. Was mir gerade einfällt, Moment, wir können natürlich auch nochmal ganz kurz nach Deko und Co., bevor wir reingehen in die Lobby bzw. ins Splatfest, das erste Match starten. Schauen wir mal kurz. Wäre hier irgendwas neu? Nö, hier im Moment auf jeden Fall nicht bei Deko. Waffen eigentlich auch, kann ich mir nichts leisten im Moment, okay. Aber hier sehe ich gerade. Wintersportmütze habe ich noch nicht.
Nimm mir natürlich direkt mit. Frage ist, soll ich die aufsetzen? Ich habe da übrigens im Moment so ein Cappy mit einer Brille auf. Ne, erstmal würde ich sagen, stecken wir erstmal weg. Passt erstmal. Aber immer noch ausrüsten. Hier wäre noch Rodeo-Hemd. Direkt mitnehmen. Und sonst Schuhe sind noch. Leinen Hide-Pops. Haben wir einmal und bunte Pfeilschuhe. Nimm mir natürlich alles mit, alles was ich mir natürlich leisten kann und steck das natürlich alles weg. Plus Deluxe Stollenschuhe werden hier noch. Okay. Das war's, naja. Das wäre erstmal alles okay, das passt. Hab gerade noch so die Kohle dafür gehabt, mir das alles leisten zu können. Aber ich muss sagen, die Bühne hier mega cool, oder? In der Inkopolis. Auch sehr schöne Erinnerung, immer wieder hier in der Stadt an den ersten Teil, natürlich damals auf der Wii U. War auch sehr, sehr cool auf jeden Fall. Da hat nur der Salmo-Run gefehlt. Ja, würde ich sagen, können wir direkt mit dem ersten Match starten, würde ich sagen, oder? Schauen wir direkt Splatfest-Kampf, würde ich sagen, offen machen wir erstmal. Profi könnte man natürlich auch noch reinschauen. Ja, aktuell sind da die beiden Arenen im Moment. Und die werden da immer nur alle 2 Stunden gewechselt irgendwie. Ich würde sagen, ja, schauen wir erstmal. Das heißt, direkt rein in den offenen, normalen Standard-Kampf. Und unsere schöne Vanillefarbe hier. Würde ich sagen, passt. Das heißt, Team Vanille muss auf jeden Fall gewinnen. Und die Trainingsrate, wie wir eben gesehen haben, war schon mal sehr gut. Ab morgen gibt es natürlich auch wieder dann diese 3-Farb-Kämpfe und so. Müssen wir mal schauen, ob wir dann morgen auch nochmal machen. Morgen wäre auch übrigens dieses Mario Kart Turnier ab, ich glaube, 18 Uhr irgendwie da. Gibt es auch wieder ein paar Preise zu gewinnen. Ja, neue DLC-Bälle 5 haben wir schon gespielt und so. Mega cool. Bin im Moment in dem Team. Okay, das heißt, los geht's. Erstes Match. Ich würde sagen, ich gehe auf Angriff. Meine Taktik hier im Moment würde ich sagen, erstmal direkt auf Angriff. Die anderen können natürlich schon mal schön einfärben und so. Und einen Buschen einfärben müssen wir natürlich nebenbei auch. Ich sehe gerade er da vorne zum Beispiel. Ah, kommt direkt hier so rum, ne? Oha. Nein. Ist nicht wahr. Der Blobby schmeißt natürlich direkt die Kugel hier. Ich würde sagen, das war nicht so gut. Direkt gestorben das erste Mal. Ja. Hängen die hier direkt vorne? Hätte ich jetzt nicht gedacht. Airbrush MG hat er nur gehabt. Und färben hier natürlich alles ein, die Minschoko hier. Ja, Minschoko, keine Ahnung, wie das schmeckt. Deswegen würde ich sagen, Minschoko ist bei mir auf Platz 3, wie gesagt. Vanille schmeckt auf jeden Fall mega geil. Beste Sorte, würde ich sagen. Was machen die da hier unten? Direkt immer Bombe mit runter. Mal schauen, ob wir das erste Match hier direkt schaffen. Das wäre so eine Frage jetzt gerade, oder? Sensor mit hin. Und direkt, so wie die das machen, einmal direkt hier mit rein, aber den. Da vorne. Er hat mich fast gehabt gerade. Yes, den habe ich sogar gekriegt. Somit haben wir unseren Teamkollegen gerecht. Der haut ab hier so hinten rum, okay. Ah nein. Jetzt hat Abby natürlich, war klar. Mit Trommelschwabber, der Beep. Okay. Ich würde sagen, müssen wir uns rächen. Eine Minute haben wir. Ich hoffe ja, das Team am Ende gewinnt. Auf jeden Fall. Wie gesagt, aus meiner Sicht, Vanille schmeckt am geilsten auf jeden Fall. Minzschoko, keine Ahnung, Erdbeer ist natürlich auch geil. Aber Vanille, ohne Vanille geht gar nichts. Deswegen Team Vanille an die Macht, würde ich sagen, oder? Geht direkt Sensor mit hin. Ah, okay, ich habe ihn aber trotzdem noch gekriegt.
im Lobby hier. Oh, das sieht im Moment sehr gut aus. 17 Sekunden haben wir noch. Wir sollen schnell mit auf Angriff gehen. Ah, gefährlich mit der Kugel hier schon wieder. Somit leider keine Zeit mehr, aber schauen wir mal. Also eben sah die Karte schon mal ganz gut aus. Naja, die haben aufgeholt, würde ich sagen, oder? Aber wir haben trotzdem gewonnen. Mit 46,7, die anderen 45,1. Okay. Ja, krass. Somit erstes Match und sogar direkt Sieg. Ich würde sagen, das passt. So kann das bleiben. Schön die anderen alle wegmetzeln. Und sogar Katalogstufe 17 habe ich im Moment. Beitrag 2102 im Moment, okay. Oh, und passt sogar Rang hoch im Splatfest. Ich würde sagen, direkt nächstes Match, oder? Ich sehe gerade, Stufe 35 habe ich im Moment, okay. Ja, machen wir direkt nächstes Match, bleiben im Team. Es war übrigens, Chrissy ist mit drin, Gretel und Post. Okay. Ja, sehr cooles Team. Deswegen würde ich sagen, direkt in der Lobby drin bleiben. Und hier natürlich ein bisschen abchillen. Ja, wie gesagt, hier Mint-Schoko. Müsste ich mal probieren eigentlich. Habe ich noch nie probiert. Die Eissorte. Vanille kennt man, kennt eigentlich jeder, oder? Erdbeer eigentlich auch. Aber Mint-Schoko schmeckt bestimmt auch gut. Würde eigentlich passen jetzt hier. Im Moment ist es ja nicht mehr ganz so warm die Tage. Wir haben jetzt ständig Regen hier, heute auch wieder. Mega cool. So, man kühlt das natürlich immer schön ab und so. Muss aber trotzdem mal Ventilator und Klimaanlage in Betrieb haben. Ja, damit man hier nicht wegschmilzt. Aber sonst eigentlich ganz erträglich der Sommer im Moment, ne? Okay, die Farbe sieht komisch aus, die gerade haben. Direkt Sensor mit hin. Kurz aufladen und durch da. Und natürlich schön aufhalten die anderen, würde ich sagen, oder? Ah, geh weg. Kommt er hier als riesen Tintenfisch mit seiner Spezialtechnik. Hat mich aber nicht gekriegt, das muss schon mal. Aber jetzt, okay, zu früh gefreut. Ich hätte nur richtig treffen müssen. Dann wäre ich glaube ich nicht gestorben, oder? Hast du ja ganz schön viel eingetreffen, ja. Ich muss sagen, das macht echt mal wieder Laune. So ein bisschen Splatoon nebenbei. Mit Torpedo wurde ich weggehauen, okay. Ja, und im Moment, wie gesagt, ist ja sogar die Hakenzahn-Arena im Moment aktiv. Die haben wir auch noch gar nicht mit in diesem Let's Play drin gehabt. Wäre auch sehr interessant, aber es läuft ja. Ja, wir sehen das Splatfest. Und da würde ich natürlich erstmal lieber das Splatfest natürlich weiterhin machen. Trotzdem ist sie auch geil, die Arena. Könnte man natürlich nochmal schauen. Ich weiß nicht, ob die morgen noch ist. Das ist gerade so die Frage. Oder später, dass wir da vielleicht nochmal rüberschauen. Aber während des Splatfest mache ich natürlich eigentlich am liebsten mal das Splatfest natürlich. Einmal hinten mit rüber. So haben die eigentlich so eine komische pinke, dunkelpinke Farbe hier. Direkt Sensor mit hin für ihn hier. Und yes, ich habe ihn zumindest hingekriegt. Und Slashy hat mich gekillt hier. Okay. Immer gar nicht.
Ah, 10 Sekunden sehe ich gerade. Kann nicht sein. Ich wollte eigentlich gerade nur eine Bombe da hinten rüber schmeißen, aber hat leider nicht geklappt. Schauen wir mal. Oh yes, das sieht sehr gut aus. Somit 2 Siege in Folge sogar. Ich würde sagen Highlight. Vanille, bestes Team, oder? Wie gesagt, so kann das auf jeden Fall bleiben. Immer schön einen Sieg nach dem anderen. Gibt natürlich auch schöne Erfahrungspunkte, um im Level und in der Stufe und so weiter hochzukommen. Wäre ja schon geil, weil das ein ganzer Apartment Sieg wäre. Okay, Katalogstufe haben wir 17. Da müsste ich leider mal in Deko und Co. reinschauen. Aber erstmal bleiben wir natürlich in der Lobby. Beitrag 4000 noch was. Und volle Kanne Vanille-Fan auf jeden Fall jetzt. Noch 11 Mal habe ich übrigens Erfahrung hoch. Ne? Ich würde sagen, auf jeden Fall direkt fortsetzen. Ich glaube, die Farbe hatten die, weil wir Vanille gegen Vanille waren, oder? Ich habe da gerade eben gar nicht drauf geachtet. Oder was? Nee, das war Erdbeer, oder? Ich habe jetzt gar nicht auf das andere Team geachtet. Welches Team das da war eben? Okay, hier können wir wieder chillen. Oder abhängen. In der Ecke hier. Und schon abhängen. Da passt. Somit drittes Mensch, Altstein mit Talberg. Borde mit Waffenmix. Und Team Erdbeer. Haben wir hier wieder. Dann würde ich sagen, let's fans, weiter geht's. Ja, zu Story of Seasons übrigens mega, mega geil. Wir haben jetzt auch schon 4 Parts und. Ja, ich krieg auf jeden Fall gar nicht genug von dem Game. Muss auch sagen, wie ich ja auch schon bei Story of Seasons sagte, das gefällt mir besser als Pioneers of Olive Town. Und Friends of Mineral Town, oder wie das der andere Ableger heißt, der soll auch ganz gut sein, ne? Müsste ich mal schauen in Zukunft. Bei Story of Seasons werden wir auf jeden Fall weiter zocken auf dem Kanal. Ja, genauso wie Tears of the Kingdom irgendwann, da ist aber im Moment so ein bisschen die Luft raus. Bei mir zumindest im Moment auch. Ja, weil wir da schon 94 Parts haben insgesamt bei Tears of the Kingdom, was eigentlich schon echt krass ist. Und das Game ist aber lange nicht zu Ende, kann man sagen. Ja. Muss halt hier erstmal stellen, Sensor hin. Ja, wie gesagt, also Story of Seasons werden wir nachher auf jeden Fall auch mindestens ein Part machen, vielleicht sogar zwei, je nachdem, wie das mit der Zeit heute passt und so. Erstmal ist jetzt heute das Splatfest mit drin. Deswegen dachte ich, müssen wir unbedingt Splatoon zocken auf jeden Fall. Ah. Jetzt wäre ich gerade von hinten noch angegriffen und hier wollte ich eigentlich gerade auf ihn drauf. Auf den Sam hier, okay. Mit Feindesperser Neo hat er mich gekriegt. Hier könnte man auch noch ein bisschen einfärben. Die Ecken sind dann meist auch so ein paar Punkte immer noch. Ja, die gehen gerade voll ab da vorne. Hier auch gerade an den Ecken und so. Das gefällt mir natürlich gar nicht. Ah, hat er mich fast gekriegt, ey. Direkt Sensor mit hin. Damit konnte ich ihn wenigstens sehen, das war schon mal gut. Und dadurch sogar gekriegt. Okay, ihn haben wir. Das ist schon mal sehr gut. Ich färbe hier gerade ganz schön viel ein bei uns vorne am Start hier. Nicht wahr, oder? Ich muss immer schauen, dass ich genügend Farbe im Tank habe. Manchmal habe ich meist immer zu wenig Farbe, wenn die Spieler kommen. Immer sehr ärgerlich ist. Direkt immer Sensor mit hin. Nein. Und wer hat natürlich gekriegt? Ich glaube, diesmal verlieren wir, oder? Oha. Schauen wir mal.
Na, ich glaube, die haben mehr. Das heißt, Erdbeer hat, glaube ich, gewonnen, oder? Ah, 59,6 haben die sogar. Oha. Somit zwei Siege und eine Niederlage, okay. Schade eigentlich. Gegnerisches Team, da sehen wir auch nochmal die Spieler. Ja, Glückwunsch natürlich an die gegnerischen Spieler, an Team Vanille. Ja, aber wir kriegen ja immerhin ein paar Punkte dazu. Plus Beitrag 892. Ja, direkt nächstes Match. Und hier der Toast und Chrissy und die sind auch noch alle drin. Ist also immer noch dieselbe Lobby, ne? Gretel. Ich würde sagen, ein bisschen abchillen hier mit denen, bis es weitergeht. Und wieder Altstein mit Talberg. Wieder Erdbeer, das gegnerische Team, okay. Wir hatten bisher jetzt nur einmal Mint Schoko als Gegner, glaube ich, noch. Wieso immer Erdbeer als Gegner? Direkt Sensor wieder mit hin, würde ich sagen. Nein. Und dann kommt natürlich eine Kugel genau in dem Moment, während ich dahin springe. Von Vicky sieht er irgendwie okay. Diese krabbelnden Bomben, die können auch immer sehr gefährlich werden. Als bin da gerade reingerannt, ne? Ah, nicht gut. Wollte ich eigentlich nicht, somit konnten die mich sehen, bisher können mich sehen. Aber die beiden gekriegt hier sogar. Okay, sehr cool. Alle beide weggemetzelt. Ich glaube, von der einen linken Seite kam noch Teamunterstützung, oder? Das sah es eben so aus. Schnell mit durch und direkt zu den Händen hier, würde ich sagen. Ah, er schmeißt wieder. Nein, geh weg. War klar, direkt Poolkugel geschmissen hier wieder. Aber entkommen. Das ist also, so muss es sein. Hier direkt nochmal Sensor mit hin. Nein, kann nicht sein. Der Remy Dwarfs irgendwie mit Platscher SE hat er mich gekriegt. Also ich färbe nochmal so ein bisschen auch die Ecken und mal so ein bisschen mit. Hier zum Beispiel die Ecke eben gerade. Aber ganz schön wenig Erdbeer überall, ne? Im Moment zumindest. Ich sagen, es gefällt mir. Ah. Direkt Krabbelmine von hinten eben. Nein. Und dann kommt von dort natürlich, während man hochgeht, direkt die nächste Bombe. Okay, Curling-Bombe noch. 4 Sekunden, oha. Hier noch schnell ein bisschen einfärben, die Ecken. Okay, mehr hätte ich jetzt auch nicht geschafft. Aber es sah eigentlich ganz gut aus, ja. Sieht sogar sehr gut aus. Somit wieder Sieg auf jeden Fall. Bisher eine Niederlage nur, das ist eigentlich ein sehr gutes Ergebnis. Toast, Chrissy und Gretel natürlich wieder mit drin.
würde sagen, bestes Team im Moment. Das heißt, wir bleiben weiterhin dauerhaft drin. 10-mal habe ich Erfahrung hoch noch irgendwie noch. Ja, neue Effekte übrigens. Ich level ja meine Ausrüstung immer so ein bisschen hoch und so. Das heißt, wenn die irgendwann alle gefüllt sind, nehme ich die nächste Ausrüstung. 6970 Beitrag im Moment. Okay, 9 Matches könnte ich doch mitmachen. Dann müsste ich wieder was essen. Das heißt, direkt weitermachen. Ja, und natürlich, wie immer, muss schon erstmal der Lobby abhängen hier. Ich würde sagen, pass. Ja, und 3 Farbkämpfe sind am Morgen erst wieder. Was eigentlich schade ist. Bin mal gespannt, wie das Halbzeitergebnis dann aussieht morgen. Frage ist, soll man nachher nochmal in die Hakenzahn-Arena in Salmo ran? Die ist eigentlich auch sehr cool. Die habe ich, wie gesagt, privat da ganz kurz gespielt mal. Und ja, mega, mega geile Arena in Salmo ran. Somit Perlmut Akademie wieder hier. Aber wie gesagt, während des Splatfests spiele ich natürlich am liebsten das Splatfest. Oh, wir haben mal wieder Min Shoko als Gegner. Und diesmal die Arena. Die ist auch eigentlich sehr, sehr geil. Macht immer wieder Laune. Ich würde sagen, direkt in die Mitte erstmal schnell hoch. Aber ich sehe schon, er links kommt dann nämlich auch dran. Von der Seite da. Ah, geh weg, ey. Einmal alles schnell einfärben und... Nein. Kriegt er mich noch? Tatsächlich, oder wie? Er ist so... mit dem Mischer-Splatfanner. Okay. Dann fährt er erstmal hinten schnell mit ein. Jede Ecke zählt. Jeder Punkt zählt, würde ich sagen. Ach, sie haben in der Mitte gerade sehr viel eingefärbt. Na, ich wollte gerade sagen, geh weg, ey. Sah fast so aus, als wenn er mich kriegt. Hier direkt Sensor mit hin. Und er rennt dann mit dem Hammer rum. Und mit dem Ultra-Hammer hier. Schnell alles zurückfärben hier. Ah. Okay, hat ihn noch gekriegt, der andere noch. Direkt da oben bei denen auch noch mal ein bisschen einfärben. Macht auf jeden Fall, wie gesagt, mal wieder richtig Laune. Das Splatfest. Ist auch schon ein bisschen länger her mit dem anderen, ne? Immer wieder Sensor hin. Und er kam gerade von dort noch, von oben. Wir sagen schnell wieder hoch. Und gekriegt, yes. Wir sagen schön bei den oben alles mit einfärben hier wieder. Und da kommt er auch schon von oben gerade. Gar nicht rauslassen vom Start hier, würde ich sagen. Einmal schnell hoch und hier alles schnell einfärben. Sieht mir hier zumindest mäßig aus, würde ich sagen. Viel zu viel Minze. Ja, aber habe ich sogar noch gekriegt hier, der eine. Der iReed mit Wischer Splatana hier. Ey, mal Karte schau. Ja, Vanille sieht sehr gut aus. Das heißt, wir haben auf jeden Fall gewonnen. Läuft im Moment sehr gut für Banane. Bisher nur eine einzige Niederlage. Und sogar erster Platz, Gegnerstart eingefärbt und so.
Diesmal waren sogar andere Teamspieler mit drin im Team, okay. Aber passt. Mega cool. Und immerhin 1866 wieder am Beitrag. Ja, im Moment bleibe ich natürlich in der Lobby. Gefällt mir. Wäre ärgerlich, wenn ich jetzt irgendwo in eine Lobby reinkomme, später irgendwie wo auf einmal nur Niederlagen kommen. Wäre natürlich nicht gut für Team in der Mitte, oder? Aber die Lobby im Moment, würde ich sagen, beste Spieler hier mit drin. Auch wenn wir jetzt diesen Smitutu mit drin haben und Lotti. Haben sie auch sehr gut gespielt. Die anderen vorhin waren natürlich auch gut, die Spieler. Also ein Platz wäre im Moment frei. Somit kommt ein Spieler gleich random ein bisschen mit rein. No? Das macht wieder richtig süchtig, kann man eigentlich sagen. Je länger man spielt, desto geiler ist das. Natürlich kennt man ja. Bis man irgendwann keine Lust mehr hat. No? Somit wieder Pelmut Akademie. Und wir haben Siegesserie im Moment 2 sogar. Die anderen Team-Siegesserie 3. Die Minzis hier. Unsere Minz-Schokos. Aber auch geile Farbe eigentlich. Minze. So, darin. Ah. Minz-Schokofarbe. Ich sehe schon, er schmeißt ja tatsächlich genau da hinten hin. Ich würde sagen, schnell rüber. Zum Start einmal schnell. Ah, nein, und er kriegt mich. Kann ich sagen, geh weg. Ist nicht wahr, oder? Wollte eigentlich schnell hoch, um den Gegnerstart einzufärben. Das war Astrid. War so eine Sie. Schade. Hätte natürlich gern dort alles am Start gern so ein bisschen eingefärbt, aber. Leider nicht geschafft. Oh nein, das ist nicht wahr. Wieder Astrid. Mit Airbrush RG. Direkt Bombe mit hoch. Aha, ich brauche mehr Farbe. Ich muss immer dran denken, dass ich immer schön aufladen Farbe. So, hier schnell mit hoch mit dem anderen. Und von hinten kommt. Ah, der Bock gekriegt. Okay. Ja, gefährlich. Die färben aber auch ganz schön gut schnell wieder ein, immer, ne? Die anderen. Und yes, gekriegt sogar. Leider wieder gestorben. Astrid wieder. Ey, die killt mich ganz schön oft anscheinend. Nicht wahr, oder? Shelly. Hat mich gekriegt. Die Minz-Schokis gehen ganz schön ab gerade. 3 Sekunden. Ja, gerade noch so rausgekommen wieder, aber die haben auf jeden Fall gewonnen. Gegner. Somit Glückwunsch an Mint Schoko. 61,1 haben sie sogar. Marschi, Shelly, Astrid und Kudai. Da ist der eine.
Ja, Shelly haben wir eben gekillt und Astrid die ganze Zeit öfter sogar. Na, immerhin ein paar Punkte reingeholt natürlich. Paar wenige. Und Beitrag auch nur 800, aber fast 10.000 am Beitrag schon. Somit weiter geht's natürlich. Fehler bei der Datenübertragung, okay. Ja, unsere Verbindung läuft, sehe ich gerade. Stream läuft, alles normal, flüssig wie immer. Somit hat irgendjemand da gerade einen Verbindungsfehler gehabt oder so. Kann ja hier irgendwas holen im Moment. Ja, wir haben auf jeden Fall ein Tritonshörnchen hier. Neuer Titel, nie dagewesener Meermann. Und nie dagewesene Nixe haben wir jetzt. Hey, auch nice. Was steht da oben noch? Platte 100, das ist der Knaller, meine Leute. Das ist einer der besten. Was stand da gerade? Keine Ahnung, habe jetzt nur so halb mitbekommen, okay. Wir können eigentlich wegen der Katalogstufe gleich nochmal schauen später. Ja, die habe ich erhöht. Aber erstmal direkt wieder rein. Ins nächste Match reinwählen. Ich glaube, da wurde irgendwann mal 10 oder mal 100 Kampf gewonnen oben links, was da eben stand, ne? Ich würde sagen, Team Manelle muss das Match bzw. das Splatfest auf jeden Fall gewinnen. Mensch, Hugo wurde, glaube ich, auch öfters gewählt, ne? Erdbeer ist natürlich auch lecker. Aber wie gesagt, Vanille finde ich auf jeden Fall am leckersten. Okay, somit nächstes Match. In der Perlmutt Akademie. Ja, schauen wir mal. Somit Octoling Horde sind die Gegner. Minchoki. Vorhin haben wir die ganze Zeit Erdbeer gehabt, jetzt haben wir die ganze Zeit die Minchokos als Gegner. Ich würde sagen, direkt ab in die Mitte wieder mit. Direkt auf Frontalangriff. Ja, so wie die das auch machen hier gerade, wo ich gerade sage, dann kommt er mit seinem Roller und schmeißt die Farbe hier ohne Ende. Yes, zumindest ihn habe ich schon mal gekriegt. Ah, nein, ich habe natürlich wieder keine Farbe gerade gehabt. Breitroller Express hat er ausgerüstet, okay. Den habe ich übrigens noch gar nicht genutzt als Waffe. Muss ich auch mal schauen, irgendwann in Zukunft, wenn ich meine Dualplatz schon mal auf 5 Sterne habe, dann nehme ich natürlich auch gerne eine andere Waffe. Direkt Sensor vorne mit hin. Warum wurde hier nichts eingefärbt, sehe ich gerade. Wir haben so viele Sachen, die gar nicht eingefärbt wurden hinten. Okay, sind alle auf Angriff gegangen, ne? Direkt. Ich wollte gerade sagen, nein. Aber ich habe ihn direkt noch gekriegt. Also ihn hier zumindest mit dem Breitroller. Der andere ist irgendwie abgehauen, dem ich ja eigentlich hinterher bin. Der war wie einmal spurlos verschwunden in die Ecke rum. Im Moment kämpfen die Minchokis wieder ganz gut hier, oder? Ah, lieber Star hoch. Und von hier oben schritt alles einfärben rundherum. Werden soll natürlich auch nochmal mit hin. Und ich würde sagen, schnell rüber. Und hier natürlich wieder ganz fies zum Start bei dem hin. War klar, dass da direkt in dem Moment natürlich jemand kommt, ne? Kommt man noch nicht mehr durch, kann nicht sein. Aber auf der Karte sieht das ganz gut aus im Moment. Ich hätte da nicht hinspringen dürfen. Ich starte hinten. Hier ist auch gar nicht alles mit hier eingefärbt.
Nur so ein paar Kleckser fehlen hier auf jeden Fall an einigen Ecken. Und immerhin so ein paar wenige Punkte. Ah, na, geh weg. Aber gekriegt jetzt. Somit Match zu Ende. Okay. Bin mal gespannt. Ach, sieht knapp aus, würde ich sagen, oder? Nice, 51% haben wir noch. Insgesamt sogar bekommen, okay. Also auf der Karte, wenn man genau hinschaut, irgendwie sah das fast so aus, als wenn wir Gleichstand haben mit Team Minze. Aber sehr cool. Somit nächster Sieg. Bisher hatten wir, glaube ich, nur 2 Niederlagen bis jetzt in diesem Part hier. Sehr, sehr cool, würde ich sagen. Und Katalogstufe passt auf 18 sogar hoch. Neuer Effekt natürlich auch noch mit drauf. Plus nochmal 1800. Insgesamt über 11.000 Beitragspunkte. Und Superfan. Das gefällt mir natürlich. Ja, mein Dick da. Ich würde sagen, passt. Weed Smoker, Weed Eater. Mit drin, okay. Ja, das heißt, ganz kurz chillen. Wir haben sogar, wie gesagt, gleich sogar wahrscheinlich dann Katalogstufe 18. Das heißt, wahrscheinlich noch ein Match wahrscheinlich. Das ist natürlich auch gut wegen dem. Ja, wegen den Dekos im Katalog. Ganze 2 Deko-Sachen könnte man später auch noch wieder abholen. Ja, jetzt müssen wir natürlich erstmal wieder warten, so. Und chillen erstmal hier mit dem Weed Smoker hier. Der eine ist raus gerade, oder? Nur noch zu dritt, okay. Ja, noch mal schnell Wasser nachfüllen, während wir hier warten. Gesellschaft mit rosa Punks Stiefel, okay. Haben die anderen im Moment verehrt. Okay, los geht's. Direkt nächstes Match. Das ist am besten. Ah, und er hat so eine. Kann nicht sein. Ein Hydrant hat er hier, okay. Die haben ganz schön Wucht, wenn die richtig treffen. Also mit dem Hydrant kann das abgehen auf jeden Fall. Wie wir gerade gesehen haben. Ich würde sagen, einmal schnell wieder hoch. Das Erdberg ganz schön viel eingefärbt. Nein, jetzt hat er mich da runtergekriegt. Wollte eigentlich darüber springen, aber ich habe ihn. Okay. Er fangt die hier wieder. Mit seinem Hydran. Wir sagen direkt zum Team hinten. Ach nö. Mit Tritt hinten, Tinferno direkt weggehauen hier. Ich glaube, diesmal sind die Erdbeerspieler ganz gut, oder? Zumindest in diesem Match sieht das ganz schön gut aus für die. Also, die spielen im Moment sehr gut. Und er wieder mit seinem nervigen Hydrant da, ne? Wie gesagt, die haben eine ganz schöne Wucht, wenn die aufgeladen sind. Komm dann immer in die Mitte. Wieder mit Hydrant, der Funky hier. Erdbeer im Moment sehr, sehr gut. Das sag ich, hier hinten links rum. Oh, ganz schön für eingefärbt hier wieder. War klar.
und setzt direkt seine Spezialtechnik ein hier. Muss ich nichts zu sagen gerade, oder? Man kommt wirklich nicht weiter als bis zur Mitte, kurz vor die Mitte. Dann netzt du dir einen direkt wieder weg. Aber ich habe ihn noch gekriegt. Und der Sage mit Endsand hat er mich weggehauen. Okay. 9 Sekunden sehe ich gerade. Gar nicht gut. Also einmal schon durch. Okay, leider nicht mehr geschafft, aber zumindest einen ganz kleinen Tropfen hingespritzt. Ja, somit, wie man schon sieht, Glückwunsch an Team Erdbeer. 51,1. Die haben sehr gut gespielt auf jeden Fall, muss ich sagen. Der mit seinem Hydrant hier rechts, würde ich sagen, hart. Haben ja sogar mehrmals weggehauen, der Funky irgendwie noch. Und Katalogschuppe 18. Plus weiteres Triton-Hörnchen. Ja, somit erstmal natürlich fortsetzen. 5-mal kann ich noch. Dann müsste ich erst wieder was futtern hier. So, jetzt kann ich, ne, jetzt kann ich nichts einlösen. Das heißt, erst wenn ich aus der Lobby raus wäre, könnte ich hier wieder. Okay. Nur mal abwarten. Ja, Glückwunsch natürlich an Team Erdbeer. Aber im Moment haben wir eine sehr gute Siegesserie immer gehabt. Also sehr oft gewonnen in diesem Part, wie gesagt, und ganz wenig verloren bis jetzt. Somit wieder Pelmut Akademie. Und wir sind die Gang mit Waffenmix. Ich würde sagen, das passt. Waffenmix ist immer gut. Ich würde sagen, direkt wieder in die Mitte. Und am besten, nein. Am besten rüber wollte ich gerade sagen. Shane hat mich gekriegt mit dem S-Blast 2-0 direkt. War doch nicht ganz so gut. Mein Plan wollte leider nicht aufgehen. Haben die hier oben so ein Teil hingehauen da? Nein. Nicht wahr, oder? Mit Torpedo wurde ja erlegt, ja. Zumindest ist der Soundtrack geil. Kommt wirklich Laune auf. Wieder das Teil da oben dran. Der MMS-Blast war auch ganz schön gefährlich mit der Waffe da noch. Aber gekriegt, okay, das war sehr gut. Somit schnell alles einfärben hier. Unser Helden. Ja, der eine ist irgendwie gerade eben weg. Ich wollte ihn eigentlich gerade angreifen, aber man war danach auf einmal über alle Berge. Nicht wahr, oder? Direkt hinterher. Ah, gefährlich. Nein. Kann nicht sein, oder? Der E-Manet mit Heldenwaffe Replik. Das ist übrigens die Waffe, die kriegt man nur im Story-Modus, der da hat, ne? Müsste ich auch mal demnächst ein bisschen trainieren und die Sterne ein bisschen erhöhen. Aber, wie gesagt, ich kämpfe die meiste Zeit mit dem Dualplatscher und so. Hab da schon 4 Sterne drauf. Und würde die auch erst gerne ablegen, wenn ich da 5 Sterne drauf habe irgendwann.
ein bisschen Waffenskill betreiben mit der Waffe weiterhin. Bevor ich hier ablege irgendwann. Nicht wahr? Ich glaube, das sieht im Moment nicht gut aus für uns, oder? Nee, gar nicht gut. Das war schon fast nur noch die Hälfte ungefähr nur. Knapp die Hälfte nur. Wir haben 60, wir haben ungefähr 30. Ärgerlich. Ja, Glückwunsch natürlich an Team Minz Schoko hier an der Stelle. Okay, immerhin ein paar Punkte. Ein Beitrag immerhin fast 13.000, okay. Somit direkt nächstes Match. Okay, die anderen beiden sind immer noch mit drin, okay. Ja, schön wir noch mal kurz in der Lobby ab, würde ich sagen. Ich sehe gerade, wir haben bald schon eine Stunde rum, ne? Frage ist, sollen wir noch einen weiteren Part starten oder nicht, ist die Frage. Man könnte natürlich auch, ja, morgen natürlich gerne noch mal einen weiteren Part machen zum Splatfest. Da ist natürlich auch der Dreifachkampf und so mit drin. Können aber auch gerne gleich noch weitermachen, je nachdem, wie ihr Lust und Laune habt. Ich würde natürlich gerne später natürlich auch so ein bisschen Story of Seasons weiterzocken. The Wonderful Life. Oder halt nochmal in die Hakenzahn-Arena könnte man auch, aber wäre das Splatfest. Wäre das eigentlich eher unpassend, oder? Wenn man da jetzt im Salmo rumrennt. Okay, wäre natürlich eine neue Arena, die man noch gar nicht im Let's Play mit drin hat und so. Aber kann man natürlich immer noch machen. Die kommen natürlich auch öfters und so. Jetzt sind wir die Truppe mit Waffenmix, okay. Eben noch die Gang, jetzt die Truppe. Das heißt, los geht's, nächstes Match direkt. Hier somit erstmal in die Mitte. Und wieder Mensch Schoko als Gegner, okay. Ah, er mit seiner Spezialwaffe gerade da hinten, ne? Mega gefährlich. Ist nicht wahr. Der Flink Red mit 3 Airschwapper hat er mich hier. Und hinten sehe ich gerade, fährt natürlich wieder niemand irgendwie ein, okay. Aber wir sind auch wieder alle auf Angriff gewesen eben. Nicht gut. So mit Sensor hinten auch. Ich würde sagen, das Match ist jetzt die Rache für die Niederlage eben hier. Ich hoffe, dass es diesmal besser wird. Ja, Frage ist natürlich auch an euch. Habt ihr Bock auf noch einen weiteren Part und würdet ihr noch einen Part starten? Wenn nicht, vielleicht, wie gesagt, Story of Seasons oder Salmo Run. Steht alles mit zur Auswahl. Oder halt weiterhin Splatfest. Aber gleich ist eine Stunde rum. Das heißt, ich lege natürlich gleich erstmal eine Pause ein. Wie ihr es erkennt. Hätte natürlich schon noch Bock eigentlich auf eine Runde. Ja, morgen ist natürlich auch noch Splatfest. Bis zum 17. geht das ja irgendwie um 2 Uhr nachts, so genau. Aber wie gesagt, Hakenzahn Arena könnte man natürlich immer noch machen. Also Samurai ist ja immer und Splatfest nicht immer. Direkt nochmal Sensor mit hin. Ah. Er wieder mit seiner Waffe und dann kommt er von der Seite mit seiner Spezialtechnik, beziehungsweise die Mika hier. Mit Tintentyrann. Da haben sie mich weggemetzelt, okay. War eigentlich gerade gefühlt, habe ich mich total sicher gefühlt hier an der Ecke. Dann kommt sie da von der Seite mit Tintentyrann. Nein. Jetzt wieder Mika, okay. Ha, Minze wieder sehr gut. Das heißt, wir müssen aufholen. Ich würde sagen, einmal hinten rum.
Ja, super. 9 Sekunden noch. Nein. Mega ärgerlich gerade. Och nö. Glaubt ihr, haben wieder gewonnen, oder? Zumindest sah es ebenso auf der Karte aus. Den Buschen haben wir eingefärbt gekriegt noch. Krass. Nur 0,7 haben gefehlt. Ein knapper Prozent, der gefehlt hat. Ja, Glückwunsch natürlich an Team Minze hier an der Stelle natürlich. Minz-Schoko. 0,7% nur weniger. Wieder sehr, sehr knapp gewesen. Was stand da oben eben? Spieler haben die Verbindung verloren oder was stand da eben? Hab ich gar nicht ganz gesehen jetzt irgendwie. Ja, Splatfest-Punkt natürlich im Moment. 114 Punkt, Punkt, Punkt. Ich müsste jetzt sowieso, ich sehe gerade 3 habe ich im Moment. Müsste gleich sogar was essen sogar noch. Wir gehen mal kurz raus, wir haben nämlich gleich eine Stunde rum. Schauen wir mal schnell wegen dem Tritonsporn und so. Ja, wir können natürlich gerne das Splatfest gleich noch weiterzocken, wenn ihr da Lust drauf habt. Ich hätte eigentlich schon Bock. Wieder nur ein paar Revierdecks haben, okay. Weil dann sage ich futter noch schnell dann. Also hier haben wir doppelt so viel Erfahrung. Ja, oder halt, wie gesagt, Story of Seasons. Das könnt ihr natürlich immer mitentscheiden im Chat, müsst ihr das sonst reinschreiben. Wenn jetzt nichts kommt, muss ich selber gleich entscheiden. Was haben wir hier gerade im Moment? Momentan habe ich die 3 nicht. Ich möchte auf jeden Fall wieder auffüllen. Egal, ob die 3 Dinger da. Komplett futtern und wieder Magen füllen. Und natürlich nochmal ganz kurz hier reinschauen in Deko und Co., weil wir haben wir ja eben 2 Katalogstufen erhöht. Da bin ich gespannt, was es ist. Deine Katalogstufe ist gestiegen. Hier, dafür gibt es eine Belohnung. Immerhin Cappy und Shared irgendwie noch. Katalogstufe erhöht. Oh, sehr, sehr cool eigentlich, muss ich dazu sagen. Das waren jetzt die beiden Teile, okay. Sebastian schrieb auch Story of Seasons and Wonderful Life. Ja, schön, dass du reinschaust, sehr cool. Ja, können wir natürlich auch machen. Wir können natürlich auch später gerne noch oder morgen, wie gesagt, Splatfest weitermachen. Es läuft ja noch bis morgen. Hier sehen wir nochmal die Bühne links und rechts in der Akropolis. Mega, mega cool. Ja, ich würde sagen, eventuell können wir natürlich später nochmal reinschauen, sonst später noch ein Part machen. Ich lege auf jeden Fall hier an der Stelle natürlich eine Pause ein. Sebastian schrieb das Story of Seasons. Ja, das machen wir gleich erstmal ein bisschen Story of Seasons weiter. Habe ich auch mega Bock drauf. Das Game macht wirklich richtig. Wie er schon sagte vorhin. Ja, aber jetzt erstmal eine kurze Pause. Circa 5 bis 10 Minuten, wie ihr es erkennt bei mir. Ja, bis gleich.